Ja. Ja, dann. Ihre Geschichte klingt ein bisschen wie ein Märchen und das geht so. Armes Auswanderermädchen aus der Tschechoslowakei kommt nach Deutschland, trifft Heidi Klum, wird zu einem international gefragten Model mit Wohnsitz New York und verliebt sich in einen 300 Millionen schweren Musikproduzenten. Was an der Geschichte gut und was daran weniger gut ist, das wird sie uns erzählen. Herzlich willkommen also einer Frau, von der die Klatschpresse vor kurzem sagte, sie habe ein Mörder-Zellulite-Problem und alle anderen sagen, wenn so Zellulite aussieht, dann hätten wir das auch gerne. Hanna Nitzsche ist unser Gast. Freut mich sehr. Ja. Tschechen, ne? Ja. Gegen meine Tschechen. Gegen deine Tschechen, ne? Genau. Ja, ich erinnere mich auch noch so ein bisschen an das Spiel. Das ist dann immer so, wo die Eltern dann schreien für beide Teams irgendwie und dann so ein bisschen, ja, sie sich nicht genau wissen, wen sie anjubeln sollen und man als Kind natürlich möchte, dass man das Tschechien auch gewinnt, aber dann Deutschland. Und klar, aber du bist in dem Jahr nach Deutschland gekommen oder war das vorher schon? Nein, wann sind wir nach Deutschland gekommen? Ich glaube. Das war 96. Ja. Warst du da überhaupt schon auf der Welt, ist die Frage. Aber ja. Ich glaube schon. Ja. Ja, ich bin 85 geboren. Ja, ja. Nicht so genau wollten wir das jetzt gar nicht klären. Man fragt eine Frau nicht nach dem Alter. Sollte eigentlich nur ein Kompliment sein. Aber das heißt, zu Hause habt ihr dann, ihr seid ja, du bist überhaupt eine wilde Mischung, ne? Was ist denn in deinen Vorfahren alles drin? Kannst du das einmal kurz aufzählen? Also angefangen bei meiner Oma in diese Richtung, also Ungarn, Slowakei, Tschechien, mein Vater Polen, Deutschland, also Sudetendeutsche Böhmerwald, so in den ganzen. Ja. Also alles, was man sich so vorstellen kann. Ja, also zumindest alles um die Grenze herum quasi. Ja, genau. Und das heißt, ihr habt zu Hause Deutsch gesprochen oder habt ihr Tschechisch gesprochen? Was war das zu Hause beim Abendbrot? Wir haben Tschechisch gesprochen erst, wo wir in Tschechien gelebt haben. Und dann, als wir nach Deutschland gezogen sind, mussten wir halt sehr schnell Deutsch irgendwie lernen, weil es war kurz vor meiner Einschulung. Da musste ich halt in einem Jahr schnell Deutsch lernen, dass ich zur Schule kann. Mhm. Aber unsere Eltern haben beide Sprachen quasi gesprochen. Also mein Papa immer Deutsch mit uns und Mama immer Tschechisch. So, und habt dann zu Hause beim Fußball, wenn es Deutschland gegen Tschechien geht, muss man sich ja mal entscheiden. Dann streitet man sich so ein bisschen immer. Also eine Partei ist dann immer für Tschechien, die andere für Deutschland. Und dann ist man so mittendrin. Man jubelt für beides. Und Vorsichtshalber einfach schon mal. Vorsichtshalber, genau. Und wenn es dann für die eine ausgeht, ist man immer schon für die gewesen. Man ist immer ein Gewinner dann, ja. Genau. Sie war ja noch nicht geboren, als die Tschechen gegen Deutschland gewonnen haben. Wann war das? Als Uli Hoeneß den Elfmeter in den Abendhimmel geschossen hat. Der legendäre, ja. Und Palenka den Elfmeter für die Tschechen reinmachte. Da wurden die Tschechen Europameister und wir Zweiter. Es ist ein Fußball-Almanach. Ein Fußball-Almanach, ne? Ich wollte sagen, warum macht der nicht mal ein Hörbuch, oder? Ja, ich weiß nicht, ja. Unvorstellbar. Ein richtig schönes Ding und das wird auch funktionieren. Und dazu passt ein Satz von dir: Essen soll wie Gaumensex sein, hast du mal gesagt. Ja. Welches Gericht wäre also demzufolge Hanna Nitzsche, die neben dir sitzt? Naja, gut, ich sag mal, wenn man für eine tolle Frau kochen möchte, soll man immer das kochen, was man kann und soll nicht etwas ausprobieren. Ich glaube. Aber wenn man nichts kann, was macht man dann? Bitte? Wenn man nichts kann, wie die meisten Männer, was macht man dann? Man lädt sie zum Essen ein. Ja. Nee, ich glaube schon, dass Leidenschaft ganz viel kann. Ja. Also, also Nudeln mit Tomatensauce kann jeder. Ja, aber wenn du der sagst, pass auf, die sind mit wahnsinnig viel Leidenschaft gekocht. Das sind Nudeln mit Tomatensauce. Hanna, würdest du dann sagen, toller Mann, mit dem habe ich noch mehr vor? Also, ich finde Männer, die kochen können, schon toll. Ja, das verstehe ich. Aber egal was? Nicht egal was. Also ich mag schon italienische Küche und sowas, ein bisschen exotischer und sowas, ein bisschen ausgefallener. Kannst du selber kochen? Ich kann schon kochen. Ich komme nun leider nicht dazu, aber meine Mama hat mir schon beigebracht zu kochen. Also wir haben von der Kindheit an quasi zu Hause mit der Oma und Mama gekocht und dann auch so richtig deftige Küche. Deftige Küche? Ja. Deftige Küche. Wenn man aus Böhmen kommt, so die beste Küche, die es gibt, besser als Italien und alles. Die böhmische Küche. Und alles und man muss dazu sagen, dass die sogenannte deftige Küche gerade eine Weltküche ist. Ja. Weil in New York und in Los Angeles und in den großen Metropolen möchten die Menschen mitteleuropäische Esskultur des letzten Jahrhunderts haben. Königsberger Klopse, gefüllte Paprikaschoten, wir singen durcheinander, Möhreneintopf. Gulasch, dazu Pilze Urquell. Ja, Böhmen. Ja, so. Ja. Also, merkt ihr, wir haben alles durch. Wir haben alles durch. So, und jetzt
Wird der andere sagen, diese sehr, sehr gut aussehende Frau, die da sitzt, die kenne ich doch, Hannah Nitsche, die bei Germany's Next Topmodel mitgemacht hat und die unter anderem folgende Bilder produziert hat. Schauen Sie mal ganz kurz hin und ich sag mal, hinsetzen ist besser. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savings, love you. Wir versuchen uns alle wieder ganz in Ruhe auf diese Sendung zu konzentrieren und fragen dich an dieser Stelle, was ist eigentlich passiert nach dieser Teilnahme bei Germany's Next Topmodel? Hat sich das für dich ausgezahlt? Ist das etwas, von dem man sagt, wenn du da dabei warst, dann hilft dir das auch international Karriere zu machen, so wie es bei dir auch funktioniert hat? Es kommt immer ganz drauf an, was man anstrebt irgendwie als Karriere, ob man wirklich nur rein Model möchte oder irgendwie danach irgendwie in die in Entertainment einsteigen möchte, Fernsehen und so weiter. Mhm. Ich habe davor schon gemodelt und dann direkt nach der Show hatte ich mir ein bisschen Schwierigkeiten mit gewissen Kunden irgendwie gemacht. Warum? Weil die Show halt schon manchmal so ein bisschen so ein gewisses, man kriegt halt schnell einen Stempel weg, sag ich mal so. Welchen Stempel? Zu erotisch, oder? Nicht zu erotisch, sondern es ist einfach eine Castingshow und viele Castingformate, die werden nicht wirklich ernst genommen in der Branche. Das ist toll. Können wir bitte ein sehr kaltes Wassereis für Rolf Töpper kriegen? Danke. Ein Challenge. Also das heißt, die nehmen das nicht so ernst, weil die sagen was? Da geht es um, das ist zu viel Show, zu viel Klamauk. Es ist zu viel Show. Es ist, die Modebranche mag einfach ein unverbrauchtes, rohes Talent. Die meisten Designer möchten eigentlich immer einfach ein New Face entdecken und möchten das dann aufziehen und sozusagen zu einer Ikone dann selber machen. Und nicht okay. Irgendwie dann, durch dieses Fernsehen ist man quasi so verbreitet, jeder kennt einen und manche Designer mögen das halt nicht so. Mhm. Und dann hat man natürlich auch noch dann sozusagen das Image von der Show. Und generell. Was war denn dein Image von der Show? Mein Image war schon so, dass ich kritisiert worden bin für zu sexy. Und, aber das ist im Nachhinein habe ich, mein... hab ich selten gehört, dass das jemand beim Fernsehen gestört hat. Aber bitte, wenn ja. Die da bei ProSieben so sind. Nein, also einfach wegen den Kurven, weil viele Models sind halt sehr dünn und für den Laufstieg gibt es einfach gewisse Richtlinien und die Designer mögen dann halt schon sehr große Mädchen, sehr dünne Mädchen und ich habe halt schon eher Kurven und jetzt bin auch nicht super irgendwie groß und alles und deswegen ja, wurde ich dafür ein bisschen kritisiert und auch im generellen Modelalltag ist das manchmal ein bisschen ein Hindernis. Aber im Nachhinein ist es für mich eigentlich mein Markenzeichen geworden und meine Kunden buchen mich gerade wegen meinen Kurven, wegen dem ganzen sexy Image quasi. Und ich mache halt sehr viel Kosmetik, Werbung, Unterwäsche, ja. Und hast dann relativ schnell den Sprung gewagt nach Amerika. Ich meine, davon träumen alle. In New York, glaube ich, gibt es niemanden, der auf ein junges Model aus Europa wartet, oder? Nicht so wirklich. Also klar gibt es auch Jobs in Europa und alles. Ich war dann auch in Mailand und Paris und es ging auch ganz gut. Aber Amerika hat mich schon immer so fasziniert, gerade New York. Das ist eine der Weltmetropolen und da messen sich quasi ja, einfach die Besten. Nicht nur im Modebusiness, sondern einfach, da sind so viele Künstler auch irgendwie, andere, die Businesswelt trifft sich dort. Und New York öffnet einen auch ein bisschen andere, ganz andere irgendwie, Türen, als nur vielleicht nur in der Modebranche selbst. Aber wie läuft das denn, wenn man dann zu so einem, gibt es da diese Castings dann, wo man dann hingeht und sagt, bitte, ich würde auch mal gerne Fotos machen? Und dann sagt der Fotograf, darfst du gerne, ich bezahle dich halt nicht dafür? Nein, also man macht halt am Anfang seiner Karriere sehr viele Castings, aber auch ganz viel Testshooting, man baut sich quasi Wie viele Leute stehen dann da, wenn man da hinkommt morgens? Das kommt ganz drauf an, also es kann schon mal sein, dass dann, wenn man zu so einem Massencasting hing, dass schon 203 Mädchen anstehen für einen Job. Und 200, 300 ja. Frauen. Ja, also ich hatte schon so Castings. Rolf, ein Traum. Rolf möchte gerne wissen, wo das stattfindet. Wahrscheinlich Fifth Avenue. Ja.
So, und sich da durchzusetzen, ist schwer. Ist nicht immer einfach, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt viele schöne Mädchen und jeder möchte den Job haben. Und diese Jobs sind halt begehrt. Und man muss sich da irgendwie halt rausstehen aus der Masse. So, und für dich hat das dann sehr gut funktioniert. Du bist da relativ schnell in dieses Geschäft reingekommen. Wolltest du ursprünglich für 2-3 Monate mal bleiben oder 2-3 Wochen? Wie lange bist du jetzt schon da? Ich bin ja schon 2-3 Jahre dort. Eigentlich bin ich nur für einen Job hingegangen und habe mich dann quasi entschlossen, einfach nur schnell durch irgendwie Agenturen zu besehen und einfach mal auf ein Feedback zu warten. Und einfach nur 2-3 Tagen sind es dann irgendwann ein paar Monate geworden und dann jetzt die ganzen 2-3 Jahre. Und hast dich auf dem Weg dahin auch noch mal richtig verliebt? Ja, also ich meine, so eine neue Stadt, da lernt man verschiedene Leute kennen und man verliebt sich auch. In dem Fall einen Musikproduzenten, nicht Frank Rosin, der das gerade sehr bedauert, sondern einen gewissen Russell Simmons, ein Musikmogul, der unglaublich viele Produktionen gemacht hat und eine richtige Größe in dieser Branche ist. Mit dem du dann relativ lange zusammen warst. Hilft das, wenn man dann mit so einer berühmten Persönlichkeit unterwegs ist? Öffnet das Türen? Oder ist das eher so, dass man sagt, jetzt ist es noch schwieriger? Es ist also beides. Man lernt halt durch sowas Leute kennen, aber auf der anderen Seite hindert das auch einen irgendwo. Also die Leute sehen einen nur als die Freundin von irgendjemandem und nicht wirklich als jemand, der was kann. Und dann ist es immer so, wenn... Das ist der Mann, ne? Ja. Also wenn man dann quasi vorgestellt wird... als die Freundin, dann ist es immer so eingefallen und wir haben das auch komplett getrennt. Also er hat seinen Berufsweg gemacht und ich habe meinen Berufsweg gegangen und ich habe das nicht so wirklich vermischt mit dem Privaten und meinem Job und ich habe da sehr bedacht, mich darauf halt konzentriert, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Weil dir das wichtig war? Weil ich auch ernst genommen werden wollte und weil ich etwas erreichen wollte, was ich selbst irgendwie geschafft habe, nicht weil mich irgendwie mein Freund oder so gepusht hat. Gleich so schön, wenn man jemanden hat, der einen unterstützt, der einen zur Seite steht. Gerade in so einer Stadt, wo man halt alleine ist. Und ich meine, ich bin komplett ohne Familie hingekommen, ohne Freunde, muss mir komplett einen neuen Kreis aufbauen. Und das ist schon tough. Also es ist schon schön, wenn man vielleicht einen Mann an der Seite hat, der einen unterstützt. Und von dem man vielleicht auch lernen kann oder sonst irgendwas, weil die Branche ist schon knallhart. Aber so. Du hast mal gesagt, diese Branche ist kalt, unglaublich kalt. Wo spürt man das am meisten? Gerade beim Modeln ist es halt, man wird immer nur auf sein Äußeres reduziert. Was man kann, interessieren meistens die Kunden nicht. Man wird immer irgendwie vermessen oder sonst irgendwas. Man wird immer kritisiert, man muss immer perfekt sein. Und das ist dann eher so oberflächlich. Und es hat mit dem Mensch an sich nicht mehr viel zu tun. Sondern es ist einfach, es geht um die Mode, die präsentiert wird. Man ist quasi einfach nur, eine Ware quasi, die irgendwas präsentiert und... Und die dann aber auch gelegentlich für Klatschpresse herhalten muss. Verletzt dich das, wenn dann irgendjemand schreibt, jetzt hat sie Zellulite? Am Anfang hat mich das verletzt, wo ich ein bisschen jünger war und alles. Weil das war ganz neu für mich, irgendwie mit Presse umzugehen. Mittlerweile, ich lese das nicht wirklich so, ich kriege das zwar mit und so weiter. Klar kränkt das einen, jede Frau, wenn man angegriffen wird, fühlt sich dann erstmal so ein bisschen angegriffen. Aber ich versuche mir das nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen. Und ich meine, ich glaube, das bringt einfach der Job mit. Und auch die ganzen Jahre, ich bin mittlerweile 12 Jahre im Geschäft und ich habe einiges einstecken müssen mittlerweile. Und dann wird man dagegen so ein bisschen abgestumpft. Aber es ist ein Wahnsinn, weil entweder seid ihr wahlweise viel zu dünn und esst nichts, oder aber ihr habt Zellulite. Also dazwischen spielt sich das immer ab. Man wird immer kritisiert. Ja. Also an einem Model ist immer alles irgendwie unperfekt, egal was man macht. Wenn man zu dünn ist, gefällt es den Leuten nicht. Wenn man ein bisschen mehr was, heißt es gleich, man ist zu dick, man ist zu groß, zu dünn, zu das, zu jenes. Also man kann es nie wirklich jemandem recht machen in dem Sinne. Und dann ist es eher Geschmackssache. Also man muss seine Nische finden, seine Kundenkreis finden, die einen gut finden und Aber so ein bisschen ist das doch in anderen Jobs nie. Auch. Also ich glaube, Andi Möller hat doch damals nie einer gefragt, was er für eine Schulbildung hat oder was er noch alles kann, sondern du wurdest an Tore schießen gemessen und das war letztlich dein Aushängeschild. Und ich glaube, das ist bei vielen Dingen so, wo man groß und berühmt ist. Aber es ist natürlich in diesem Bereich, wenn es einfach nur noch ums Aussehen geht, ganz besonders hart. Hanna Nitzsche hat gerade so schön gesagt, man muss irgendwann mal seine Rolle finden. Hayo Schumacher würde sagen, irgendwann muss man auch das richtige Seniorenheim für sich finden. Das richtige Seniorenstift. Ich entdecke da so eine leichte graue Strähne beim Moderator. Ist das vollkommen ausgeschlossen? Nicht nur im Modebusiness, sondern einfach, das sind so viele Künstler, auch irgendwie andere, die Businesswelt trifft sich dort.
Und New York öffnet einen auch ein bisschen andere, ganz andere irgendwie, Türen als nur vielleicht nur in der Modebranche selbst. Aber wie läuft das denn, wenn man dann zu so einem, gibt es da diese Castings dann, wo man dann hingeht und sagt, bitte, ich würde auch mal gerne Fotos machen? Und dann sagt der Fotograf, darfst du gerne, ich bezahle dich halt nicht dafür? Nein, also man macht halt am Anfang seiner Karriere sehr viele Castings, aber auch ganz viel Testshooting, man baut sich quasi Wie viele Leute stehen dann da, wenn man da hinkommt morgens? Das kommt ganz drauf an, also es kann schon mal sein, dass dann, wenn man zu so einem Massencasting hing, dass schon 203 Mädchen anstehen für einen Job. Und 200, 300 ja. Frauen? Ja, also ich hatte schon so Castings. Rolf, ein Traum. Rolf möchte gerne wissen, wo das stattfindet. Wahrscheinlich Fifth Avenue. Ja. So, und sich da durchzusetzen, ist schwer. Ist nicht immer einfach, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt viele schöne Mädchen und jeder möchte den Job haben. Und diese Jobs sind halt begehrt. Und man muss sich da irgendwie halt herausstehen aus der Masse. Irgendwo. So, und für dich hat das dann sehr gut funktioniert. Du bist da relativ schnell in dieses Geschäft reingekommen. Wolltest du ursprünglich für 2-3 Monate mal bleiben oder 2-3 Wochen? Wie lange bist du jetzt schon da? Ich bin jetzt schon 2-3 Jahre dort. Eigentlich bin ich nur für einen Job hingegangen und habe mich dann quasi entschlossen, einfach nur schnell durch irgendwie Agenturen zu besehen und einfach mal auf ein Feedback zu warten. Und aus den ganzen, einfach nur 2-3 Tagen sind es dann irgendwann ein paar Monate geworden und dann jetzt die ganzen 2-3 Jahre. Und hast dich auf dem Weg dahin auch nochmal richtig verliebt? Ja, also ich meine, so eine neue Stadt, da lernt man verschiedene Leute kennen und man verliebt sich auch. In dem Fall einen Musikproduzenten, nicht Frank Rosin, der das gerade sehr bedauert, sondern einen gewissen Russell Simmons, ein Musikmogul, der unglaublich viele Produktionen gemacht hat und eine richtige Größe in dieser Branche ist. Mit dem du dann relativ lange zusammen warst. Hilft das, wenn man dann mit so einer berühmten Persönlichkeit unterwegs ist? Öffnet das Türen? Oder ist das eher so, dass man sagt, jetzt ist es noch schwieriger? Es ist also beides. Man lernt halt durch sowas Leute kennen, aber auf der anderen Seite hindert das auch einen irgendwo. Also die Leute sehen einen nur als die Freundin von irgendjemandem und nicht wirklich als jemand, der was kann. Und dann ist es immer so, wenn... Das ist der Mann, ne? Ja. Also wenn man dann quasi vorgestellt wird als die Freundin, dann ist es immer so eingefallen und ich... wir haben das auch komplett getrennt. Also er hat seinen Berufsweg gemacht und ich habe meinen Berufsweg bin ich gegangen und ich habe das nicht so wirklich vermischt mit dem Privaten und meinem Job und ich habe da sehr bedacht mich drauf halt konzentriert, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Weil dir das wichtig war? Weil ich auch ernst genommen werden wollte und weil ich etwas erreichen wollte, was ich selbst irgendwie geschafft habe, nicht weil mich irgendwie mein Freund oder so gepusht hat. Klar ist es schön, wenn man jemanden hat, der einen unterstützt, der einen zur Seite steht. Gerade in so einer Stadt, wo man halt alleine ist. Und ich meine, ich bin komplett ohne Familie hingekommen, ohne Freunde, muss mir komplett einen neuen Kreis aufbauen. Und das träumen alle. In New York, glaube ich, gibt es niemanden, der auf ein junges Model aus Europa wartet, oder? Nicht so wirklich. Also klar gibt es auch Jobs in Europa und alles. Ich war dann auch in Mailand und Paris und es ging auch ganz gut. Aber Amerika hat mich schon immer so fasziniert, gerade New York. Das ist eine der Weltmetropolen und da messen sich quasi einfach die Besten. Nicht nur im Modebusiness, sondern einfach, da sind so viele Künstler auch irgendwie andere, die Businesswelt trifft sich dort. Und New York öffnet einen auch ein bisschen andere, ganz andere irgendwie, Türen als nur vielleicht nur in der Modebranche selbst. Aber wie läuft das denn, wenn man dann zu so einem, gibt es da diese Castings dann, wo man dann hingeht und sagt, bitte, ich würde auch mal gerne Fotos machen? Und dann sagt der Fotograf, darfst du gerne, ich bezahle dich halt nicht dafür? Nein, also man macht halt am Anfang seiner Karriere sehr viele Castings, aber auch ganz viel Testshooting, man baut sich quasi Wie viele Leute Portfolio stehen dann da, wenn man da hinkommt morgens? Das kommt ganz drauf an, also es kann schon mal sein, dass dann, wenn man zu so einem Massencasting hing, dass schon 203 Mädchen anstehen für einen Job. Und 200, 300 Frauen? Ja, also ich hatte schon so Castings. Rolf, ein Traum. Rolf möchte gerne wissen, wo das stattfindet. Wahrscheinlich Fifth Avenue. Ja. So, und sich da durchzusetzen, ist schwer. Ist nicht immer einfach, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt viele schöne Mädchen und jeder möchte den Job haben. Und diese Jobs sind halt begehrt. Und man muss sich da irgendwie halt herausstehen aus der Masse. Irgendwo. So, und für dich hat das dann sehr gut funktioniert. Du bist da relativ schnell in dieses Geschäft reingekommen. Wolltest du ursprünglich für 2-3 Monate mal bleiben oder 2-3 Wochen? Wie lange bist du jetzt schon da? Ich bin jetzt schon 2-3 Jahre dort. Eigentlich bin ich nur für einen Job hingegangen und habe mich dann quasi entschlossen, einfach nur schnell durch irgendwie Agenturen zu besehen und einfach mal auf ein Feedback zu warten. Und aus den ganzen, einfach nur 2-3 Tagen sind es dann irgendwann ein paar Monate geworden und dann jetzt die ganzen 2-3 Jahre. Und hast dich auf dem Weg dahin auch nochmal richtig verliebt? Ja, also ich meine, so eine neue Stadt, da lernt man verschiedene Leute kennen und man verliebt sich auch.
In dem Fall einen Musikproduzenten, nicht Frank Rosin, der das gerade sehr bedauert, sondern einen gewissen Russell Simmons, ein Musikmogul, ja, der unglaublich viele Produktionen gemacht hat und eine richtige Größe in dieser Branche ist. Und mit dem du dann relativ lange zusammen warst, hilft das, wenn man dann mit so einer berühmten Persönlichkeit unterwegs ist? Öffnet das Türen? Oder ist das eher so, dass man sagt, ah, ja, jetzt ist es noch schwieriger? Es ist also beides. Man lernt halt durch sowas Leute kennen, aber auf der anderen Seite hindert das auch einen irgendwo. Also die Leute sehen einen nur als die Freundin von irgendjemandem, mhm, und nicht wirklich als jemand, der, mhm, was kann. Und dann ist es immer so, wenn... Das ist der Mann, ne? Ja. Also ja, wenn man dann quasi vorgestellt wird als die Freundin, dann ist es immer so eingefallen und ich... wir haben das auch komplett getrennt. Also er hat seinen Berufsweg gemacht und ich habe meinen Berufsweg bin ich gegangen und, mhm, habe das nicht so wirklich vermischt mit dem Privaten und meinem Job. Und ich, mhm, habe da sehr bedacht, mich darauf halt konzentriert, dass ich meinen eigenen... Wunderbar. Wann war das? Als Uli Hoeneß den Elfmeter in den Abendhimmel geschossen hat. Der legendäre, ja. Und Palenka den Elfmeter für die Tschechen reinmachte. Da wurden die Tschechen Europameister und wir Zweiter. Es ist ein Fußball-Almanach. Ein Fußball-Almanach, ne? Also, warum macht der nicht mal ein Hörbuch oder so? Ja, ich weiß nicht, ja. Das ist unvorstellbar. Ein richtig schönes Ding und das wird auch funktionieren. Und dazu passt ein Satz von dir: Essen soll wie Gaumensex sein, hast du mal gesagt. Ja. Welches Gericht wäre also demzufolge Hanna Nitzsche, die neben dir sitzt? Na ja, gut, ich sag mal, wenn man für eine tolle Frau kochen möchte, soll man immer das kochen, was man kann und soll nicht etwas ausprobieren. Ich glaube, aber wenn man nichts kann, was macht man dann? Bitte? Wenn man nichts kann, wie zum die meisten Essen, Männer, was macht man dann? Man lädt sie zum Essen ein. Ja. Nee, ich glaube schon, dass Leidenschaft ganz viel kann. Ja. Also, also Nudeln mit Tomatensauce kann jeder. Ja, aber wenn du der sagst, pass auf, die sind mit wahnsinnig viel Leidenschaft gekocht. Es, ja, sind Nudeln mit Tomatensauce. Hanna, würdest du dann sagen, toller Mann, mit dem habe ich noch mehr vor? Also ich finde Männer, die kochen können, schon toll. Ja, das, ja, verstehe ich. Aber egal was? Nicht egal was. Also ich mag schon italienische Küche und sowas, bisschen exotischer und sowas, bisschen ausgefallener. Kannst du selber kochen? Ich kann schon kochen. Ich komme nun leider nicht dazu, aber meine Mama hat mir schon beigebracht zu kochen. Also wir haben von der Kindheit an quasi zu Hause mit Oma und Mama gekocht und dann auch so richtig deftige Küche. Deftige Küche? Ja. Deftige Küche? So ein bisschen Österreich. Wenn man aus Böhmen kommt, so die beste Küche, die es gibt, ja, besser als Italien und alles. Die böhmische Küche. Ja, man muss dazu sagen, dass die sogenannte deftige Küche gerade eine Weltküche ist, ja, weil in New York und in Los Angeles und in den großen Metropolen möchten die Menschen mitteleuropäische Esskultur des letzten Jahrhunderts haben. Königsberger Klopse, ja, gefüllte Paprikaschoten, Böhmisch. Wir singen durcheinander, ja, Möhreneintopf. Gulasch, dazu, ja, Pilze Urquell. Ja, Böhmen. Ja, ja, so, ja, also, merkt ihr, wir haben alles durch. Wir haben alles durch. So, und jetzt... Also, wird der andere sagen, diese sehr, sehr gut aussehende Frau, die da sitzt, die kenne ich doch. Hanna Nitzsche, die bei Germany's Next Topmodel mitgemacht hat und die unter anderem folgende Bilder produziert hat. Schauen Sie mal ganz kurz hin und ich sag mal, hinsetzen ist besser. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the law, I need to see me through. Und Palenka den Elfmeter für die Tschechen reinmachte. Da wurden die Tschechen Europameister und wir Zweiter. Es ist ein Fußball-Almanach. Ein Fußball-Almanach, ne? Warum macht der nicht mal ein Hörbuch oder so? Ja, ich weiß nicht, ja. Das ist unvorstellbar. Ein richtig schönes Ding und das wird auch funktionieren. Und dazu passt ein Satz von dir: Essen soll wie Gaumensex sein, hast du mal gesagt. Ja. Welches Gericht wäre also demzufolge Hanna Nitzsche, die neben dir sitzt? Na ja, gut, ich sag mal, wenn man für eine tolle Frau kochen möchte, soll man immer das kochen,
was man kann und soll nicht etwas ausprobieren. Ich glaube, aber wenn man nichts kann, was macht man dann? Bitte? Wenn man nichts kann, wie die meisten Männer, was macht man dann? Man lädt sie zum Essen ein. Ja. Nee, ich glaube schon, dass Leidenschaft ganz viel kann. Ja. Also, Nudeln mit Tomatensauce kann jeder. Ja, aber wenn du der sagst, pass auf, die sind mit wahnsinnig viel Leidenschaft gekocht. Es sind Nudeln mit Tomatensauce. Hanna, würdest du dann sagen, toller Mann, mit dem habe ich noch mehr vor? Also, ich finde Männer, die kochen können, schon toll. Ja, das verstehe ich. Aber egal was? Nicht egal was. Also ich mag schon italienische Küche und sowas, bisschen exotischer und sowas, bisschen ausgefallener. Kannst du selber kochen? Ich kann schon kochen. Ich komme nun leider nicht dazu, aber meine Mama hat mir schon beigebracht zu kochen. Also wir haben von der Kindheit an quasi zu Hause mit Oma und Mama gekocht und dann auch so richtig deftige Küche. Deftige Küche? Ja. Deftige Küche? So ein bisschen wenn man aus Böhmen kommt, so die beste Küche, die es gibt, besser als Italien und alles. Die böhmische Küche. Ja, man muss dazu sagen, dass die sogenannte deftige Küche gerade eine Weltküche ist, weil in New York und in Los Angeles und in den großen Metropolen möchten die Menschen mitteleuropäische Esskultur des letzten Jahrhunderts haben. Königsberger Klopse, gefüllte Paprikaschoten, wir singen durcheinander, Möhreneintopf. Gulasch, dazu Pilze Urquell. Ja, Böhmen. Ja, so, also, merkt ihr, wir haben alles durch. Wir haben alles durch. So, und jetzt wird der andere sagen, diese sehr, sehr gut aussehende Frau, die da sitzt, die kenne ich doch, Hanna Nitzsche, die bei Germany's Next Topmodel mitgemacht hat und die unter anderem folgende Bilder produziert hat. Schauen Sie mal ganz kurz hin und ich sag mal, hinsetzen ist besser. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems